So, da gucken wir schon mal. Bilder. Es fehlen mir noch drei Bilder beim Toten. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nach dem Treffen mit Nick ergab sich Salim und den Amerikanern. Nick und Salim arbeiten zusammen, um eine der Kreaturen zu töten. Okay. Bis in den Tod. Eric fand heraus, dass Rachel sich mit jemandem trifft. Eric schnitt sich von Rachel los, um sich selbst zu retten. Hä, was haben wir da schon? Geheimnis haben wir nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Mit Nick ist er eigentlich ganz gut oben. Mit Eric eher weniger. Pflichtbewusst, heroisch, pragmatisch, zuversichtlich, ein ganz kleines bisschen ungeduldig und etwas verantwortungsvoll. Oh, wir sind hier. Oh, wir sind hier. So nah war ich der Hölle noch nie. Womit hat sie das nur verdient? Von ihr Gefällte das Loch Frau. durchs Herz getötet. Ja, warum wohl? Ich sehe den Hinweis gerade nicht. Ach, da oben. Eine tote Frau mit einem eisernen Zeltiering in der Brust. So kleiner? Denke, Mitnehmen. das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Weiß nicht. Buffy? Wer? Ernsthaft? Behalt's lieber für dich. Oh ja. Entgegenkommt. Klar, geringschätzig. Ich bleib bei dem Gewehr. Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? Eine Sache, die ich in solchen Sachen immer nicht verstehe, ist, warum erklären sie nicht, wie die Sachlage ist? Das ist das Logischste, was man macht. Der Gestank des Todes und überlagen über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass hier herunterwarfen, nachdem ausgeraubt wurden. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid. Die Angst, die sie. Doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit Dynamit. Sie meinte, sie wolle es herausfinden. Der vierte Teil. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Das ist doch eine Tafel. Was haben wir denn hier Schönes? Vorahnung freigeschaltet. Stolperdraht. Oh, warte. Okay, wir müssen aufpassen. Wird ein Quicktime-Event, ich bin mir sicher. Hier haben wir nochmal einen alten Toten. Keines gefunden. Blut. Ausgeblutet zu sein. Leere Leiche. Er war bestimmt einer der Forscher. Ach gut, dass wir das mitgenommen haben, den Pflock, weil da hatten wir eine Vorahnung von.
Dieser Tagebucheintrag beschreibt die Entdeckung einer seltsamen, unerklärlichen Welt unter dem Tempel. Eine blutleere Leiche mit mysteriösen Anstichstellen im Hals. Oh, ich sehe die jetzt erst. Oh. Warum? Was für ein Penner ist das denn? Ach, da unten sind Leichen. Pff, spuck drauf. Hä? Das wird er bestimmt nicht mit seinen Kumpels machen, wenn die tot sind. Glaube ich. Was haben wir hier Schönes? Einfach. Ne, das ist keine Patrone. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Jetzt wär's. Oh, Zylindersiegel. Ein Zylindersiegel, das eine antike Stadt darstellt. Oh Gott. Entschuldigung. Egal, wenn's die Kronjuwelen von England wären. Okay. Oh Gott, nicht schon wieder. Entschuldigung dafür. Boah, es ist. Wie gesagt, eine Stunde joggen, mein Körper ist sofort. Oh, komplett im Arsch. Es tut mir leid. Aber ich glaube, wir haben da bis jetzt noch kein Bild übersehen. Okay, wenn ich mit ihm rede, geht's weiter. Okay, das finde ich schön, dass sie das jetzt so gemacht haben, dass es hauptsächlich wirklich nur mit diesen X weitergeht. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Vermin wie die Saiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Leg ihn an der Seite. Befehlend, verdrahte die Mitte. Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Ich glaube, es ist besser. Machen wir das Beste draus. Da kommen wir um einiges besser mit dem Quicktime-Event zusammen. Zurecht. Yep, das ist genau diese. Was ist das für ein starkes Klebeband? Mann, Leute. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Wer? Wen? Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesen Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich habe sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Lass es hinter dir, Mann. Wir haben Mist gebaut. Wir haben's verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Scharf. Achso, ich meine, auch so die Mine, Entschuldigung. Warum? Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Wir sind an einer Treppe, die nach unten führt. Ihr Befehl? Over. Runtergehen. Verstanden. Achso, doch nicht. Umgebung sichern. Dropkick out. Stell eine Kamera auf. Dann Rückzug.
Ja, es ist Rachel. Sie lebt noch. Wir haben das richtig getan. Ja! Geil. Oh. Ich glaube, sie wünscht sich, dass sie tot ist. Rachel, die Grube, 22.12 Uhr, Tiefe 394 Fuß. Eric? Eric? Wo bist du? Wie sieht's denn aussehen? Entschuldigung. Das erinnert mich auch so dermaßen. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Es wäre besser gewesen, sonst wäre ich tot. Entschuldigung. Ich möchte nicht wegen dir sterben. Nick? Jason? Sehr schlau. Schrei ruhig rum. Oh oh. Mach an! Scheiße! Finde deine Verbindung und komm aus dem Abgrund. Ich möchte nichts verpassen. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich nicht tot, nur weil ich wieder zurückgehe. Ich möchte mal eine Sache gucken, Entschuldigung. Weil ich habe gesehen, dass es ein Update gab. Ihre Freiheit. Scheinbar nicht. Ich habe gehofft, dass eventuell jetzt man die Letterboxen ausstellen kann, aber scheinbar nicht. Boah, ich hoffe, ich muss mich hier nicht beeilen. Ich hoffe wirklich, man muss sich nicht beeilen. Das heißt nichts Gutes. Könnte auch nur eine Leiche sein. Untersuchen. Geheimnis gefunden. ID Sans Frontiers. Karte d'identité 0. Nom Vinay Prénom Marie. 6F. Description du poste directrice de l'opération. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Ein Ausweis eines Entwicklungshelfers, der sich zwischen Leichen am Boden des Abgrunds befand. Ich gehe da nicht hin. Geheimnis gefunden. Antiker Helm. Ein antiker Helm, unbekannten Ursprungs, der anscheinend von einer Klaue aufgerissen wurde. Den, der ist wo? Ach, da unten. Ich höre es überall, das ist scheiße, Mann. 13. Dezember. Und ich begaben uns nach unten. Bei unserem Aufbruch überraschte mich Temperament. Sie wirkte besessen, fast manisch angesichts unserer neuen Entdeckung. Als wir den Boden erreichten, konnte Crow nicht... Vor uns in einem schwindelerregenden Gewölbe lag eine abscheulich, kolossal, schlafend, ein riesiges Gebilde gebauten... Der Anblick überwältigte mich und... Atraxis. 28. Dezember. Ach, 5. Möge Gott uns vergeben.
Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen. Ich hoffe mal, dass es auch so gewesen ist. Dieser Tagebucheintrag beschreibt, wie Mary Hodgson während der Arbeit in der Sternenkammer einer seltsamen Infektion anheimfiel. Okay, ich gehe da nicht lang. Das ist eine Sache, die wir ganz, ganz gerne. Was zum nächsten Mal machen können. Weiter geht's. Brennt er? Naja. Ich wollte zu bezweifeln, dass es brennt, aber hey. Ja, es brennt sogar, wow. Wir wissen, dass sie Feuer einfach auslöschen können. Okay, das haben wir so aus, als kann ich da reingehen. Wo? Oh! Ist das das fluoreszierende Licht? Also das Schlimmste, was es sein könnte, ist Methan. Da, ja. Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmungen, wie zum Beispiel anderer Farben. Wir haben in der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichert. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen, während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen? Psilocybin? Diese mit Schreibmaschinen verfasste Notiz deuten darauf hin, dass der Speichel der Kreaturen für Menschen giftig ist. Wisst ihr's? Ah! Okay. Wow. Aber dann müssten die Hirten davon gewusst haben. Warum sonst haben die denn so viele Gasmasken da?
Oh, sie folgt uns immer noch. Ich weiß nicht, ob ich einfach warten sollte. Ich habe Angst. Töte mich nicht. Ich bin lieb. Ich will nur überleben. Ich will weder etwas gegen dich. Oder deine Freunde. Stehen bleiben und still sein. Lauf! Hi. Schnell, los! Gut, dass du noch gut wirst, dass du noch lebst. Wow. Taffe Frau. Geil. Ich dachte, sie ist tot. Oh. Jetzt sind wir bei den Clowns schon wieder. Das Wesen hat scharfe Klauen und Reißzähne aus einem harten, unbekannten Gewebe. Zwei Schneidezähne. Wirken grotesk, missgebildet und verfärbt. Seltsam, unpassend. Nicht anfassen. Die Membran, die den Körper umgibt, scheint den Ursprung im Mund zu haben. Hä? Das Blut ist völlig fremdartig. Ich untersuche die Flüssigkeiten jetzt unter UV-Licht. Ja, viel Spaß. Einen Rat? Hättest vorhin reden können. Ja, aber der Dämon verträgt das Sonnenlicht nicht besonders. Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Licht. Ich sagte, sei still. Oh Mann. Kurs aktualisiert. Oh! Ganz still! Du Verhalten erhellende Beweise. Kolchak, sind Sie das? Nein, das war nicht er. Das ist nicht Kolchak. Das ist da, glaube ich, oder? Gut gemacht, du Idiot. Verdammt. Oh. Scheiße. Hat er die UV-Lampe mitgenommen? Sehr schlau. Also bitte, nee. Das ist so dumm ist er nicht, oder? Oh. Es leckt immer noch. Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Auch gut. Würde nicht gern darauf klettern, um sie... Aufstechen. Was soll das, Joey? Scheiße, Joey, ich bin's!
das Totem. Oh mein Gott. Oh oh. Da ist jemand nicht wirklich erfreut darüber, was sie gemacht haben. Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Ja, ach ne. Bist du sicher? Zu sein. Das ganze Spiel erinnert mich sehr stark an Until Dawn. Oder sehr, sehr stark. Was nicht schlecht ist. Ich muss auch sagen, aber es ist halt. Es erinnert mich sehr, sehr daran an. Das Symbol erinnert. Das Symbol kenne ich davon irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass du hemmst. Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Wo warst du? Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Aufgewacht. Ich komme allein klar. Anerkennt, ich bin dankbar. Na komm. Ich bin dir dankbar. Danke. Freundlich. Semper Fee. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also... Hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Ist das... Was machst du? Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Das Symbol da, das kenne ich von irgendwoher. Aber ich glaube nicht aus dem Spiel. Tut sicher weh. Ja. Tut es. Deswegen fasse ich auch nochmal dran. Kannst du stillhalten? Was ist das? Gut, dass du hier bist. Zurückhalt. Danke, Clarice. Gut, dass du hier bist. Naja, Schätze, ich bin auch ganz froh. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Ach so. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Oh nein. Ich glaube, sie wird zu einem von denen. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nie. Sag mir niemals nie. Siehst du doch. Klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen. Wütend. Was gibt es da zu lachen? Der Ort ist im Arsch. Und wir sind am Arsch. Wir haben keine Chance. Behalt das lieber für dich. Warum wütend? Ich werde überleben. Und wenn du das auch willst, dann streng dich lieber an. Die Augenzähne, die sind so... rausstechen, das ist... Oh oh. Oh. Hä? Der müsste doch schon längst einer von denen sein. Wenn wir sehen, wie schnell Joey sich verwandelt hat. Okay? Ja, braucht eine Minute. Eine Minute bringt uns nicht um. Vielleicht doch. Klar. Gott, du siehst übel aus. Wow, aha. Danke, Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde.
Jetzt ignorierst du mich also, was? Was willst du von mir hören? Erstmal lebend hier raus. Was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Das war kein Tier. Neugierig. Warum bist du Physikerin geworden? Das Ding war kein Tier, das mir bekannt wäre. Das ist das Thema, über das du reden willst? Das wäre wichtig, glaube ich. Warum hat es dich da unten gelassen? Passe. Ich weiß nur, dass es mir für meinen Geschmack zu nahe kam. Wie nah? Es hat mich gekratzt. Dann war alles schwarz. Seither geht's mir nicht gut. Alles dreht sich. Mir ist übel. Oh oh. Erst dachte ich, es sei der Schock, aber es wird nicht besser. Sie wird einfach zu lehnen. Gift? Ja, vielleicht. Ach, das Gift, ja, genau. Dann aber eins, das langsam wirkt. Wie werden wir es los? Woher soll ich das wissen? Du hast den Doktor. Ja, für Satelliten, nicht für Nervengifte. Bin keine Biochemikerin. Ja, ja, schon gut. Und sie stirbt. Yep. Reese, was hat dir das Ding angetan? Bitte, bitte, lass mich hier unten nicht allein. Beruhigen, schon gut, ich bin hier. Entsetzt. Ja, kein Schritt näher. Ist schon gut, ich bin hier. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Ich gehe nicht weg. Ich habe dir nichts zu versprechen. Ich gehe nicht weg. Versprochen. Aber sag mir, was los ist. Was hat dir das Ding angetan? Oh, ich hoffe, es ist kein Fehler. Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los. Jetzt. Hä? Wo kommt das Seil auf einmal her? Wir sind auf der falschen Seite der Schlucht. Das schaffen wir nie. Gib jetzt nicht auf. Wir müssen darüber. Das Seil wird reißen. Warte! Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Zweifeln. Sieht nicht gut aus. Beruhigend. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, Clarice. Wir sind fast da. Du hast mir nicht geantwortet. Wir müssen es versuchen. Wir schaffen das. Kurs aktualisiert. Entschuldigung. Rachel tröstete Clarice, als sie krank wurde. Du schaffst es. Ich hoffe, das ist nicht schlecht. Ich kann mich nicht erinnern, darüber ein Ding gesehen zu haben. Alles okay? Noch was sagen. Oh, gefällte Frau. Oh nein. Zum Tempel. Oh, sag mir bitte nicht. Nick, Abgrund, 23,53, Tiefe, 159 Fuß.
Ich sehe hier nichts draufkommen, aber ich höre sie. Sieht aus, als hätten die da unten viel mehr Spaß, als wir hier oben. Over. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drinnen haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Gehe im Umkreis auf Patrouille, durchsuche die Ruinen.